Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online, Föderationsseite wieder mal. Jo, hallo, hier ist das Uran. Hallo, 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 hallo. Ja, hallo, hallo. Ja, wir haben das letzte Mal die Breen vertrieben von dem Eisplaneten, wo wir hier gerade noch im Orbit sind. Und haben unser Google Maps zusammengesetzt. Genau, und haben sogar die Mission noch beendet. Das haben wir erst ein bisschen spät mitbekommen. Und der Botschafter Sura sagt uns: Hervorragende Arbeit, Admiral. Unsere stellare Kartografie-Teams sehen sich die von ihnen geborgenen Sternkarten an, während wir reden. Aha, brav. Es kann eine Weile dauern, um die stellare Verschiebung zu kompensieren. Aber wenn wir eine Stelle ausmachen können, bin ich sicher, dass meine Regierung eine Expedition genehmigt, um dieses Archiv der Bewahrer zu finden. Alle Dinge im Gleichgewicht und alle Dinge zu ihrer Zeit. Folgende Belohnung. Dann nehme ich natürlich den Gefechtsimpulsantrieb. Nehme ich jetzt auch erstmal, aber nur um das Paket voll zu bekommen, weil ich bin mir noch nicht sicher, ob es das Richtige ist. Was gehört denn da eigentlich nochmal alles für dem Paket dazu? Der Werfer. Oh, da gab es, glaube ich, noch ein Schild. Boah, ich weiß es nicht mehr. Cool, lag das jedenfalls die nächste Mission. Unsere Wissenschaftler haben sich mit ihren Commandern beraten und sie stimmen mit der Theorie ihrer Crew überein. Wenn es eine intakte Bibliothek der Bewahrer gibt, befindet sich diese wahrscheinlich im Leanas-System. Ich schlage vor, dass Sie die Suche auf Leanas 3 beginnen. Das Klima dort ähnelt dem von DFH stark. Wenn die Bewahrer hier vor Äonen gesiedelt haben, ist es möglich, dass sie eine ähnliche Welt für die Einrichtung gewählt haben. Bitte seien Sie vorsichtig, aber schnell. Langstreckensensoren haben Breen-Schiffe in der Nähe des Lane-Lane-Systems entdeckt. Ich fürchte, sie haben die gleichen Rückschlüsse wie wir gezogen. Sie müssen die Technologie der Bewahrer vor ihnen finden. Und da gibt es... Hier bekommen wir das Schild. Eine CRM 200, das ist diese... Ah, diese Eiswaffe, glaube ich, ne? Genau. Naja, ist natürlich... Ja, so eine Sache. Brinscher Energieentzug. Egal, akzeptieren wir erstmal. Und dann schauen wir mal, was habe ich jetzt für einen Antrieb drin? Und wir müssen zum Lananee-System. Weil ich habe hier... Achso, da können wir schon mal hinfliegen. Wo ist jetzt der Antrieb? Ich habe jetzt den Gemhadar-Impulsantrieb drin. Der macht... Ja. Ich habe jetzt mal den gekühlten Impulsantrieb rein. Mache ich noch den Deflektor rein. Weißt du, das Set fehlt mir jetzt eigentlich gerade nur noch die Schilde. Was bringt denn dann das supraleitende Phasenkanäle? Moment. Info. Wie ein absoluter Nullpunkt. Da. Plus 32,5 Transphasen-Projektilschaden. Plus 32,5 Raumschiff Elektroplasmasystem. Verbessert Energieübertragungsrate. Okay. Ja, bin ich noch nicht so ganz überzeugt von. Wir sind knapp dran vorbeigeflogen. Nee. Wie geben Sie sich zum Lanea-System? Gilt das jetzt eigentlich dieser. Nee, der Torpedo zählt ja nicht zum Set, ne? Der Torpedo? Nee. Nee. Gut. So. Begeben Sie sich zum System. Schwupp. Jupp. Und drin. Bin ich schon drin, oder was? Ja, das war der Boris. Der Borst. Boris. Oh, das ist wieder so ein langes Fenster. Oh ja. Tja, wir haben mal Gummibärchen. Keiner? Ich könnte mal was trinken. Ja. Das ist sowas von unprofessionell wieder. Aber echt. Mann, 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 Mann. Ich hätte auch noch was zu knabbern rumliegen. Oh. 1,9, 2. 2. Müssen wir das singen? Nee. Das tut mir auch mit den Ohren weh. Hossa. Hossa. Hossa Mexikal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 a. Hey, hey, hey. Warte mal, mir bluten gerade die Ohren. Achso, ja, ist ja nichts Neues. Ah, 30, schon? 40. Schon geht's wieder voran. Oh, ich sehe Gegner. Kühllager. Kühllager.
Haben die auch kühles So, Bier? Ha! Captain, die Sensoren empfangen Signale eines Gefechts zwischen einer kleinen Invasionsstreitmacht der Breen und kleinen Gruppen von Alpha Chemhada. Unsere Datenbanken besagen, dass das Dominion hier während des Dominion-Krieges eine Basis hatte. Es ist vorstellbar, dass die Alpha Chemhada sie übernahmen, nachdem sich das Dominion zurückgezogen hatte. Keine der beiden Seiten wird besonders glücklich darüber sein, uns hier zu sehen. Sie. Ich empfehle jetzt einzugreifen, solange wir das Überraschungsmoment noch auf unserer Seite haben. Und los. Ab die Borst. Ach genau, ja, das war mein Cluster-Torpedo. Ich hab jetzt ja auch drin, ne? Wer schießt mir da? Ach, hier. Komm, explodier. Geh doch. So, dann werde ich die mal sich gegenseitig angreifen lassen hier. Und zwar jetzt. Wow, das hat aber so viel Schaden gemacht, du. Leck mich doch am. Da braucht man extrem lang, bis er nachlädt. Was, der Flügel, die Flügelkanone? Ja, die auch, aber ich meine der Cluster-Torpedo. Aber was der an Schaden gemacht hat, das war ordentlich. Also es waren locker 10, 12 Mal so knapp ein 2000er. Oder sowas. Muss man mal ins Video schauen. Jedenfalls vierstellig. Hast du noch irgendwo Gegner gefunden? Ja. Ah. Auf die Mützen! Wow! Also der knallt schon ordentlich. Aber er schießt zu selten. Ja. Ist ja meistens so, je mehr Bums, umso seltener. Ja, ich hab den ja noch mit hier großflächig 1 aktiviert. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Für das Team. Nur oh, runterbeamen. Runterbeamen. Beam, 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 beam. Die Sensoren zeigen multiple Lebensformen, Captain. Aber etwas stört die biologische Filterung. Ich kann nicht genau sagen, was da draußen ist. Ich schlage vor, dass wir mit Vorsicht vorgehen. Aber wir müssen die Breen finden, bevor sie auf das Archiv der Bewahrer zugreifen. Ich erhalte interessante Messungen von einem Objekt im Nordosten. Ich schlage vor, wir stoßen in diese Richtung vor. Sir. Die Messungen zeigen an, dass es vollständig oder teilweise vergraben sein könnte. Halten Sie also die Augen offen. Jo, machen wir doch. Wir nehmen das sogar auf. Ja, um ganz sicher zu gehen. So. Darauf. Erinnere mich ein bisschen an den Romulaner Planeten, an den neuen. Also. Das sieht doch ähnlich aus, oder? Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt? Green. Das sieht aus wie das Ding auf die Fähre. Captain, dieses Gerät scheint an eine unterirdische Energiequelle angeschlossen zu sein. Ich kann die Quelle nicht genau orten, aber wenn wir einen Bereich orten könnten, an dem die... Ach, warte, ich muss schon wieder gehen.
Entschuldigung. An dem die Energiestörung am stärksten ist, dann sollten wir in der Lage sein, den Ort der unterirdischen Energienetzwerke so triangulisieren. Tralala, 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 tralala. Spüren Sie die Energiestörung auf. Jo, ist okay. Aldebaran Whisky. Wo bist du? Ich bin hier. Ach, da. Ja, ich verlese verschiedene Transportesignaturen. Ich glaube, dass die Breen auf unser Stand aufmerksam gemacht worden sind. Okay. Na komm. So, wir müssen aber, glaube ich, hier lang. Ja, gerade laufen ein bisschen langsamer. Okay. Ah, der Acker hat sich angemeldet. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Schönen Gruß. So, ich ganz spontan. Jo. Du. Flange. Was hab ich denn erhalten? Entspannt. Elektromagnetische Transformation habe ich erhalten. Anomale Energiesignaturen scannen. Der aus wie ein riesiger Kackehaufen, der noch qualmt. Lila Kackehaufen. Faszinierend. Es scheint, als ob die Energiesignaturen verblassene Neutrino-Emissionen sind. Ich kann nur vermuten, dass das Archiv von einem Antimaterie-Reaktor versorgt wird. Und wenn die Bewahrer vor tausenden von Jahren Antimaterie-Reaktoren verwendet haben, war ihre Technologie vielleicht schon viel weiter, als wir angenommen haben. Captain, wenn wir den Neutrino-Emitter des Antimaterie-Reaktors lokalisieren, kann ich ein Resonanz-Mapping machen und die ganze Einrichtung kartieren. Suchen Sie den Neutrino-Emitter. Also, ich sag mal so. Die haben vor tausenden von Jahren die Saat ausgestreut für die ganzen Lebewesen, also alles, was annähernd humanoid ist. Das wohl bemerkt über die komplette Galaxie hinweg. Genau. Also die ist auch nicht klein. Und da ist es eine Überraschung, dass sie einen Antimaterie-Reaktor hatten. Die Überraschung ist eher, dass das Ding immer noch mit irgendwas läuft, also irgend noch ein Inhalt drin ist. Oh, da ist ein Breen. Ja, da ist nicht nur ein Breen. Fall doch in die um. So. Ist da noch jemand? Ja. Den hau ich gerade mal weg. Ich scanne schon mal. Ja, ich höre irgendwie so eine. Das klingt wie von früher aus alten Enterprise. Ausgezeichnet. Wir können die gesamte Einrichtung von hier aus mappen, Sir. Und so wie es aussieht, waren dort mehrere Grabungsstellen und Anzeichen einer kürzlichen Ausgrabung. Die Breen müssen bereits da drin sein. Ich habe einen Eingang an der Oberfläche in der Nähe gefunden. Wir sollten dort hingehen. Jo. Gegenstände noch nehmen. Was haben wir hier? Ferengi Rohrmaden. Lecker. Ja, ich klebe am Stein wieder mal fest. Am Kiesel. Am Kiesel, danke. Immer auf die kleinen Dicken, ich weiß schon. Oh, da vorne ist ein Breen. Ich laufe auch noch ins Eis rein. Depp. Hast du überlebt? Natürlich ich bin ja bloß vereist in dem Moment. Wenn nur vereist, dann macht ordentlich Schaden. Ja, aber so gut wie nix. Dieser Obelisk könnte der Schlüssel für den Zugang zum Archiv sein. Mit Hilfe der Informationen, die wir bislang zusammengetragen haben, sollten wir ihn untersuchen und sehen, ob wir ihnen Informationen dazu entlocken können. Wie wir fortfahren können. Ich scanne mal. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier gleich ein bisschen Action passiert, deswegen baue ich mal ein bisschen auf. Ach, genau da, wo ich Dinge mache, kommt ein Breen.
Ich kann mich noch erinnern, da gab es auch bei der alten Enterprise eine Folge. Mit zum Obelisken, ja. Mit dem Obelisken, genau. Da haben sie aber, glaube ich, wie war denn das gleich? Da war noch irgend so ein, naja, so ein primitives Volk dazu da, dabei, ne? Ja. Auszeichnung erhalten. Proxy Meet. Was war das jetzt? Ich hab's nicht mehr. Keine Ahnung, was das gerade war. Ist hier drin? Naja. Schade, ich hab grad. Ach, hier. Verschiebung der proximalen Prioritäten. Hast du manchmal noch ein Orbi zur Hand? Ja. Na, haust du den rein? Vereinfacht die Sache ein bisschen. Supi. Full Class. Scan beenden. Als ich die letzte Gruppe der Breen hineinbeamte, habe ich einen Energieimpuls erkannt, der von einem Abschnitt des Obelisken herrührt. Ich glaube, dass dieser Abschnitt ein Zugangspunkt zu den Archiven ist. Basierend auf unserer bisherigen Forschung sollte ich diesen Zugangspunkt öffnen können. Mach mal. Archive drehen. Eieiei, was ist Ja, denn? schlimm, schlimm jetzt, ey. Wie clever sie doch sind. Ich sehe, sie haben den Eingang zu diesem alten Waffengeschäft gefunden. Zu schade, dass ihre Reise hier in den Händen meiner Elite-Truppe endet. Es tut mir fast leid, sie gehen zu sehen und nach all dem, was sie für mich getan haben. Das heißt, nach all dem, was wir zusammen durchgestanden haben. Okay. Der weiß schon, wovon er redet. Eben. Und warum warte ich jetzt eigentlich jeden Augenblick irgendwo einen Hort halt zu finden? Keine Ahnung, aber ich guck mal kurz die anderen Gänge hier ab. Na, da ist nichts mehr. Na, ich glaube, hier waren keine Ecolates drin, oder? Nö. Ja, super. Ja, warte, ich habe da noch einen Strahl drin. So, Problem gelöst. Sprichwörtlich. Wieso? Ja, die sind ja alle verdampft. Ja, sicher. Das war voll geplant, was ich da gemacht habe. Das war prima. Viva. Viva Viva Colonia. Colonia. Oh, das erinnert mich am Donnerstag des Volksfest. So, jetzt komme ich. Da kommen aber ein Haufen Akschick-Drache. Flanke-Anzeichen, du. Oh, die hat's aber auch schon so bröselt. Ach, das war das, wo man mit den Tönen machen muss, oder? Oh ja, stimmt. Ist da hinten noch was drin gewesen? Ne. Und zum Glück hast du noch eine klassisch-musikalische Ausbildung hinter dir, ne? Was? Was hab ich? Nicht? Was? Ich eine klassisch-musikalische Ausbildung? Ja, nicht? Ich kann ja alle Oktaven rülpsen, wenn du das willst, mal. Das ist schon mal anfangen. Immer schön in Bewegung bleiben. Immer schön in Bewegung bleiben. Oh, in die Flanke 286. Ich glaube, der Raum ist gecleant. Genau, dann. Wir müssen diese Konsolen verwenden, um auf die Archive zuzugreifen. Die Technologie der Bewahrer ist häufig tonbasiert. Wir müssen das richtige Muster finden. Okay. Tiefer Ton. Mittlerer Ton. Wo ist der letzte Ton? Wir haben es geschafft, Captain. Wir haben Zugang zu den Archiven. Toll. Das war sehr freundlich von Ihnen, dass Sie mir das Schloss geöffnet haben. Jedes Mal, wenn ich mich frage, ob es klug war, Sie am Leben zu lassen, tun Sie etwas, um zu mir zu zeigen, wie nützlich Sie sind. Ja, Du machst ist das schon. klar. Ich schon mal fürs Team, ne? Ja, du fürs Team.
Ich habe fürs Team die restlichen hier entsorgt. Komm mal mehr. Offensichtlich ja. Weg hier, weg hier. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, da bin ich. Nope, ich hau halt auch mal ein Obby rein, ne? Auch bis dahin ist schon alles gegessen. Dass du soweit bist. Sicher, guck mal, der arbeitet schon. Auszeichnung halten, entspannt. Mhm. Das war nochmal am Thron rumgespielt. Oh, da kommen schon wieder welche. Oh. Flanke 829. Also das hätte jetzt echt einem Schiffsgeschütz eher gemacht. So, ab ins Archiv. Wir müssen uns beeilen und die Archive öffnen, Sir, bevor die Breen weitere Truppen senden. Kein Problem, wir haben noch ein paar Obis. Ich habe noch eine Minute und 10 Sekunden Cooldown. Ich habe was anderes noch. Was denn? Eine beendete Folge. Oh ja, bevor wir jetzt reingehen. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Tschüss.